Gerade eine Ratssitzung, das okay. Das ist doch schön. Bist du schon hier im Rat wieder? Soll ich helfen? Nein, ich bin am gucken, wenn ich gleich anführe. Keine Müdigkeit vorschützen. Aber nicht mich. Nein, nein. Ach ja, ich wollte dir sowieso einen Bündnispakt vorschlagen. Wölfe greifen an, my lord! Ich das sowieso nicht mehr. Ah ja, das kann man gebrauchen. Also willst du jetzt einen Bündnispakt mit mir oder nicht? Ja, von mir aus. Okay. Ich habe dadurch keine Nachteile, warum sollte ich nein sagen? Eben. Aus Prinzip. So, mit der Mafia gemeinsame Sache machen ist doch eigentlich nicht schlecht. Voll unparteiisch. Ich habe übrigens wieder neue Sachen da drin. Aber es sind diesmal nur zwei Schwerter. Passt schon. Der Karren rollt. Ich glaube, es reicht fürs Erste für mich. Das dauert nicht lange. Okay. Ja, ich werde noch nicht alle meine Leute ausstatten. Das ja. Du sagst aber Bescheid und dann kriegst du neue Sachen. Ach, warte mal, du hast mir doch was vorgestellt, oder? Ich habe dir jetzt einen Beistandspakt vorgeschlagen. Ach so, hast du noch gar nicht. Müsste jetzt ankommen bei dir. Ja, ist er. Alles gut. Okay. Nein, niemals. Nee. So, warte mal, Dynastie Stammbaum. Hast du mir was mitgebracht? Ja, du sollst eine Ausbildung starten. Ich. Ja, immer du. Ja, ich könnte eine Konkurrenzkirche aufmachen. Hast du einen Gelehrten? Ich überlege gerade, wozu ich meinen Bengel ausbilde. Ja, mach doch einen Gelehrten und klär auch einfach ein Krankenhaus auf. Oh, das kann man. Ja. Naja, jetzt wird der Handwerker. Ich brauche einen Nachfolger. Mein Getreide ist schon wieder fast alle, ey. Schlimm. Ja. Keine Müdigkeit vorschützen. Reden. So gut wie erledigt. Was? Arbeit ist meine Leidenschaft. Wie konnte ich denn nochmal mit jemandem reden? Ach so. Okay. Ja, ich wusste es nicht. Ja, ihr arbeitet ja immer noch nicht. Arbeitet. Okay. Geht das denn nicht? Keine Müdigkeit, so gut wie erledigt. In einem Kontor. Willkommen. Ach, ihr seid es. Ach, ist das nicht ein herrlicher Sommerabend? Eichenholz. Achtung, Dieb und Prügelei. Wo? Keine Ahnung. Warte mal, vor dem Rathaus habe ich das gelesen. Oh, da prügelt sich aber gar keiner. Da sind meine Leute sowieso nicht. Da kommen nicht genug Leute vorbei. Ich habe gerade nur gelesen, Achtung, Dieb. Ein neuer Adelstitel soll es sein. Immer nur Arbeit. Der Karren rollt. Was ist mit der Mafia anlegt? Warte, wo sind denn meine Schutzleute? Oh, Kampf. Wo? Vor der Kirche. Einer der Diebe hat gegen meine sechs hingehen? Leute, die da waren, das Messer gezogen. Oh, warte. Bin schon unterwegs. 5, 6, 7 waren es. Der war einfach instant tot. Das ist mutig. Ja. Oder dumm. Ja. Wohin auch immer es gehen soll. Einfach nur Business. Alle meine Leute wieder. Erstmal ein Abstechen und dann. Nice. Richtig nice, Sepp. So der muss Karren man das knarrt. Machen. Guck mal, Sepp hält die Stadt in Ordnung. Ja, es gibt kein Verbrechen, wenn ich da bin. Jedenfalls nicht. Es gibt kein Verbrechen, wenn ich da bin. Das ist ja wohl gelogen. Ah, aber so richtig. Ich kann zum Beispiel überlegen, ob ich die Bürgermeisterin einfach entführe, weil und die hat ziemlich viel Asche. Ne, die hat ziemlich viel Asche und die mag mich nicht. Also kann ich damit Geld Herzlichen machen. Herzlichen Glückwunsch. In es gibt Geld für Brillenbezipter. Ja? Ich stand wieder vor dem Rathaus, haltet den Dieb. Ja, sobald ich an der Macht bin, ist das im Prinzip Steuer. Doch, es ist Schutzgeld. Arbeit ist meine Leidenschaft. Ja. Und zusätzlich kommt hier, dazu noch die das ist meine Amtsbewerbung. Bitte reicht sie weiter.
Lol, ich kann mich selber anklagen? Ja, kannst du. Was? Ich war's, alles klar, Knast. Warum du das tun solltest, ist eine andere Frage. Ja, das ist gestimmt. Das ja, das muss ja auch eins. Das brauche ich nicht so zu werten. Oh, nice. Handwerkskunst. Ich bin jetzt am Schippen draußen, lol. Also kommt das Sturmtief Sebastian tatsächlich. Tja. Ja, bei Sebrik ist auch das Sturmtief ist es auf jeden Fall echt. Ja, du hast noch nichts, komischer Scherge. Okay, geh mal hier hin. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Nein. Oh Gott, ich hab hier mal niesen hören, das ist nicht gut. Die Pest, die Pest! Ja, ist doch so. Soll ich helfen? Keine Müdigkeit. Meine Füße tun weh. Meine Füße tun weh. Boah, wenn du mir noch einmal sagst, dass deine Füße weh tun, richte ich dich hier. Ich eile. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es sehen. Ich werde es rauskriegen. Okay. Was war das denn? War eine von meinen Mitarbeiterinnen. Alles klar. Wohin soll's gehen? Dann soll's in die Mitte und hier ausladen. Es ist einfach übertrieben am Regeln draußen, da fuck. Na, aber ich hör's auch. Ja, so schlimm wird's aber nicht sein. Ja, wirklich ein Taifun oder so. Wir haben hier vernünftige Häuser, wenn's alles in Ordnung. Habe ich 7 Walzen. Ist was? Ja, fantastisch. Die Arbeit wartet. Dann wollen wir auch noch Wein. Ja. Bam. Da, zufälligen Arbeitslosen einstellen. Warum habe ich das denn Dreck gemacht? Anheuern Fehlgestern. Kein Arbeitslosen gefunden. Na, jetzt haben wir Vollbeschäftigung oder was? Ja, das gibt es tatsächlich. Der Karren knarrt. Ja, müssen wir ja dann haben, wenn keine Arbeitslosen da sind. Das ist ja der logische Schluss. Wo sieht man das denn? Ja, gar nicht. Das siehst du nur, wenn du Leute einstellst. Ach, da wird nichts produziert, wenn die alle am Pennen sind. Ja, ja. Also ich habe einen erwachsenen Sohn, der aber irgendwie nichts tut. Bringt der mir was? Kannst du ihn in die Gruppe aufnehmen? Ja. Aber ich weiß nicht mal, ob er einen Beruf hat. Das steht da. Meine Füße sind. Oh, im Stammbaum der Familie und dann hältst du Rechtsklick über dem gedrückt. Ich hab keinen Beruf. Zum Beispiel gelernter Stufe 1. Ja. Oh, ein Handwerker. Möchte er bei mir anfangen? Ich glaube, das geht so nicht. Wieso nicht? In meiner Welt geht das. Ach, Menno. Oh. So, ich habe mich jetzt auf ein Amt beworben. Wann kriege ich das? Das dauert nicht lange. Muss zu einer Sitzung gehen. Wann sind denn die Sitzungen? Oh, die fangen immer um 17 Preis. Uhr an. Deine Leute so kriegen. Also, du kriegst erleben. Vorher generell eine Nachricht. Die findet im Rathaus statt. Nicht in der Eingangshalle, sondern im anderen Raum. Normalerweise kriegst du halt eine Nachricht, die dann auch da links rumblinkt. Und dann. Oh, mein Gildenruf ist gestiegen. Gildenmeister Handwerker. Das geht schnell. Wer ist Gildenmeister der Handwerker? Du! Wieso bin ich Gildenmeister der Handwerker? Weil du der erfolgreichste Handwerker hier im Land bist, also in der Stadt. Wohin soll's gehen? Meine Füße tun weh. Bin sofort da! Auf dem Marktplatz ist mein Karren, ey. Ich such den die ganze Zeit. Hat sich aber versteckt da in dem mittleren Dingen, was das auch immer ist. Ein Galgen oder so. Ist das ein Galgen? Könnte auch. Nee, ist ein Kran. Meine Füße tun weh. Meine Füße tun weh. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Ja, und dort. Bin sofort da. Wie verdient man eigentlich mit dem Friedhof?
Muss man ernsthaft halt, bis er gestirbt. Nein, du kannst Sachen herstellen auf dem Friedhof. Voodoo-Köpfe. Nee, Strumpfköpfe, so heißen sie. Kein Weg ist mir zu weit.